Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faktore hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden uns jetzt erstmal hier ganz kurz mit ein paar Backsteinen behelfen und mal schnell eine Backsteinstraße erstmal hier lang bauen oder das mal verlängern. So lang, wie wir es brauchen wollen. Und so lang, wie unsere Backsteine reichen. Und dann werden wir uns mal eine Tasche voll Backsteine holen. Und dann werden wir hier nochmal mit Backsteinen quasi langlaufen müssen. Bis wir in dem Bereich sind, wo wir hinwollen. Wir wollen in dem Bereich jetzt anfangen, unsere Eisenerstellung oder Eisenerzherstellung aufbauen. Dazu brauchen wir das Grundmaterial hier. Und ja, ich will natürlich nicht das ganze Förderband mit einmal in, leer saugen, aber puh, naja gut, wir werden mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich denke mal, ich werde da einen leichten Übertreibix machen und dann vielleicht zu viel machen und dann wird mir auffallen, dass ich mehr Blau brauche und dann brauche ich nachher unten wieder Blau an und naja. Ihr wisst schon, also das könnte jetzt hier noch im wilden Chaos enden, aber wir müssen dann erstmal wirklich wieder dahin kommen. Also ich will jetzt alle Metalle da hinten einmal herstellen lassen. So. Das ist mein großes Ziel und das müssen wir hinkriegen. Und dann fangen wir halt mit Eisen an, als nächstes machen wir mal Kupfer. Für Kupfer müssen wir zwei solche kompletten Anlagen noch wieder nach unten bauen. Und dann können wir eventuell schon die anderen Sachen aus dem machen, was wir dann haben. Na gut, das Braune müssen wir dann noch machen, glaube ich. Das haben wir dann nämlich immer noch nicht. Aber, na gut, da kriegen wir dann alles. So, momentan sind wir hier wirklich ein bisschen Baudrohne. Bau- und Wanderdrohne. Aber das ist dann halt so. Vorerst. Wird ja auch wieder besser. So, gehen wir hier mal überall ein paar Stacks raus aus den Kisten. Damit möglichst viel gleichzeitig nachproduziert. So, dann ist hier nämlich richtig was gebacken. Ach. Sagt er und hatte Backsteine in der Hand. Ja. Reden wir nicht drüber, ne? Passiert halt manchmal. So, dann haben wir nämlich ordentlich viele Steine auch, die wir dann schon da unten hin transportieren können. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ja, irgendwas ist hier verstopft. Das ist... Das Rohrgas ist voll, alles klar, okay. Kann ich einen Tank machen? Natürlich nicht, ne? Stahl fehlt mir dazu. Oh, Moment. Ja, natürlich auch Platz im Inventar, aber gut, das können wir ja noch schnell schaffen wieder. Müssen wir uns mal Stahl besorgen? Stahl. Hätten wir hier, naja, nicht mehr allzu viel. Hier noch ein bisschen mehr. Gut, dann gucken wir mal. Machen wir noch zwei. Ach, guck mal, da haben wir zwei andere Stacks weggekriegt mit. Das ist gut. Da kann man auch noch ein Stack sogar noch ein Stack Backstein mitnehmen. So. Und dann machen wir mal die Tanks und ich stelle mir dann auch noch ran. Anders aber auch Gas. Halt. Können wir auch noch anstellen hier einfach so, glaube ich, hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Da ist er. So. Da wandert jetzt ein bisschen Gas rüber von allen Tanks. Und dann kann das hier alles wieder losgehen und dann kann das alles wieder ganz toll neu produzieren. Sehr schön. Brauchen wahrscheinlich eine Pumpe, die das da mal reinpresst, aber wir könnten hier theoretisch eigentlich aufmachen. Haben wir dann Rohre in der Tasche? Ein paar mal in der Tasche. Okay, wir können hier mal kurz aufmachen. Wir können ja hier sowieso nicht. Lang gehen. Dann können wir das Rohr auch so legen. Dann können wir das Rohrgas hier quasi direkt rein und dann läuft das hier vielleicht ein bisschen schneller raus. So, gut. Alles klar. Ja, das brauchen wir ja später. Später noch. Jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. Irgendein Geräusch war auf meinem Kopfhörer, was mir merkwürdig vorkam. Gut, wir wollen unten weitermachen.
Förderbänder haben wir jetzt. Wir haben jetzt auch Backsteine in Massen in der Hand. Damit können wir da unten dann richtig was ausmauern, auskleiden, wo wir dann unsere Produktion hinlegen. Also wir müssen ja als erstes quasi die Rüttler haben. Nach den Rüttlern brauchen wir ja dann die Veredelungsstufe. Müssen wir mal gucken. Und dann... Mal gucken, kann ich da eine Rüttler überhaupt herstellen gerade in der Tasche? Oh, gerade mal nicht den richtigen, den ich ja nicht haben will. Da brauche ich Aluminium noch zu. Was brauche ich dazu? Oh, den Vierer könnte man auch machen. Titanium-Gear, ein paar Prozessoren. Hm. Ich will den Vierer Rüttler machen. So, dann wollen wir das mal hier ein bisschen durchziehen. Da müssen überall Förderbänder noch drauf. Jo. Das ist auch mal wichtig, einmal speichern muss sein. Was kann ich mich da oben überhaupt schon was legen kann. Hier komme ich nur bis da. Ja, da komme ich nur bis da. Da oben ist dann doof. Haben wir noch Sand irgendwo? Ne, Sand haben wir keinen mehr. Okay. Priorisiert das mal. Kann ich das? Ich weiß nicht, ob ich das priorisieren kann, wo die zu bauen haben, ne? Wie Sand liegt da unten noch drin? Was im ganzen Logistiknetzwerk? Inhalt der Logistiknetz bereitgestellt 7k. Wird abgeholt 107. Ach, 7000 Sand ist da unten drin. Nein, da kann ich mir doch schon mal 1000 Sand holen. Kann aber schon die Ecke da fertig mauern. Give me more die Tong her hier. So. Dann lass mal ganz kurz hier diesen Bereich fertig machen. Damit die Roboter hier jetzt nicht mehr ganz so viel machen müssen. Und wir in Ruhe unseren Dings ersetzen können. Ach, da oben waren auch noch welche. Nein, Gott. So. Gut, dann können wir jetzt hier Backsteine ansetzen. Ja gut, das geht nicht wegen dem Land da, wegen der Ecke da, aber die will ich jetzt nicht extra das Ganze nach oben durchziehen. Nö. Und wir sind eins zu hoch geworden. Eieiei. Na gut, okay, das ist ja eigentlich auch gleich, weil wir ja sowieso jetzt hier, würde ich hier dann sowieso hochgehen wollen. Und uns an das Gold anschließen oder an diese Goldbahn hier anschließen. Und da müssen wir dann natürlich dann nachher ein bisschen Concrete noch setzen. Da müssen wir noch konkret werden. So. Abgerutscht, abgerutscht. War immer so gut. So, dann haben wir nämlich da dann auch schon mal die Verbindung nach oben geschafft. Ja, das musste dann aber gut. Das, also die kleinen Löcher, das können wir dann mal schnell dann noch auffüllen. Also wenn da jetzt wirklich unsere Roboter nicht hinterherkommen. Ich will jetzt erstmal bis zu dieser Betonstraße unten hinkommen. Dann will ich den Beton noch holen. Ich hoffe, dass die Betonfabrikation oben auch noch ordentlich arbeiten konnte. Nicht, dass wir dann natürlich auch in das nächste Problem laufen, dass wir dann jetzt die Straßenbahn haben. Das könnte passieren, aber gut, naja. Und dann werden wir natürlich die Förderbänder noch legen. Liegen lassen, aber erstmal liegen. Ah, die Robbys haben wieder ordentlich zu tun. So, das wird eben gerade Abschluss dann. Hier nicht. So. Ja, dann sind wir bis dahin, wo wir hin wollen. Denn das andere, das wird ja eh eine Betonstraße. Wir jetzt aufpassen, nicht, dass wir die Betonstraße hochnehmen. Am Ende hier. So. Gut. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt die Concrete. Wie viel haben wir hiervon verbraucht? Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Und dann holen wir uns ein bisschen Concrete dran und dann machen wir die Straße mal länger. Und dann machen wir natürlich da bei dem Biebern dann die Straße nach oben schon mal hin und werden da oben das Straßennetz soweit auch schon versuchen hinzulegen, wie wir das haben wollen. Und ich glaube, so breit wie das hier ist, naja doch, müssen wir eigentlich lassen, weil wir dann oben unten dran vorbei vorankommen, ganz bequem. Bei den Dingern entsteht dann ja immer eine Kreuzung. Hier schon hoch? Nee.
Noch zwei weiter, ne? Noch zwei Blöcke weiter. Also um die Dinger drumherum entsteht dann halt immer ein Kreuzungsbereich mit Beton ausgelegt, wo wir dann immer rumlaufen können. Und noch ein weiter. Die Betonfabrikation ist hier oben drüber, die ist ja hier. Mal hochlaufen. Sollen wir vielleicht auch mal eine Straße legen. So. Also ein paar Kilo Beton brauchen wir jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt dort? Reinforce haben wir ein bisschen was. Ich glaube, die kriege ich auch bei. Die müssen dann erstmal reichen. So, wie weit ist hier? Achso, Slack fehlt euch und eigentlich auch Silizium. Da kann ich wahrscheinlich erstmal hier unten schon mal ein bisschen wieder was holen. Was uns was erstmal ein bisschen weiter hilft. Und dann müssen wir nochmal Slack von entgegen von nebenan holen. Ein bisschen Schlacke rein, hier ein bisschen Silizium rein. Und dann holen wir mal hier und da. Oh, das war falsch. Das sollte nicht passieren, jetzt ist ja auch noch falsch rum reingebaut. Was soll's herstellen bitte? Mann. Wo hab ich denn jetzt ein Eisenrohr über? Ist das einer? Komisch. Wie war denn das da rausnehmen? So. Ah, hier oben sind alle leer, okay. Hatten wir gar keinen Winterfall. Na gut, das soll dann erstmal reichen, wenn es leckt wieder. Da kriegen wir hoffentlich erstmal ein bisschen Beton wieder raus. Also ich glaube 2000. Die da erstmal wieder drin liegen, da könnte erstmal ein bisschen Beton wieder herauskommen. Gut. Aber das wird ja jetzt reinforced, ne? 1, 2, 3, 3,5K haben wir nur noch. Wenn wir mehr reinforced als das andere, dann werden wir hier erstmal die Produktion umstellen von reinforced auf Standardbeton. Okay. Standardbeton, so. Damit da ein bisschen mehr von dem Zeug entsteht. Gut, okay. Alles kein Problem. Die Kiste kann dann erst wieder voll produziert werden. Und wir können uns erstmal ein paar Straßen bauen. Ich denke mal, dass die 5000 Beton, die ich jetzt bei habe, die werden hoffentlich erstmal für den ersten Block reichen, den wir da anlegen wollen. So. Und das ist jetzt hier komplett leer. Wir haben hier echt ein Schwefelproblem. Wir haben zu wenig Schwefel im System. Da müssen wir mal drauf achten. Wie sich das bemerkbar macht, wenn man dann jetzt so oben erstmal die Produktion anschmeißt und dann unten die Produktion anschmeißt. Also momentan liegen ja alle Förderbänder voll, ne? Also die lagern sollen. Aber es ist jetzt wirklich kein Schwefel mehr da im ganzen System. Also es ist wirklich spitz auf knapp, ganz knapp. Gut, es wird nachher wahrscheinlich mehr von dem blauen Zeug als von dem gelben Zeug gebraucht. Das ist man nicht, aber. Ja, aber die Schwefelherstellung, die hier hinten kommt, die kommt ja dann auch nicht, ne? Also das, wenn wir dann hier nicht das blaue Zweierzeug verbrauchen, sondern das normale Zeug. Ah, da können wir dann auch noch mal ein bisschen daran arbeiten. So, Konkret. So, da wären wir mal Konkret. Gott, der ist schon wieder der. Mein blödes Ding. So, dann ziehen wir nämlich einfach mal durch hier. Wir sammeln nebenbei ein bisschen anderen Kram auf. Das ist nun mal leider so. Oh, da brauchen wir ganz ähnlich noch. So. Gut, wir haben jetzt schon verbraucht. Naja, doch, 1000 ist weg. Gut. Dann müssen wir uns mal noch Gedanken machen, wie wir das mit dem Kreuzungsbereich machen.
Und jetzt nehmen wir den hier mal in die Mitte. Mal so breit noch umgehen, mal wir machen einen schmaler, ne? Achso. Na gut. Na, dann gehen wir hier außen rum, dann gehen wir hier weiter. Gehen wir auf unserer neu gebauten Betonstraße. So, hier einmal rum hier und dann geht's weiter. So. Ja, hier wird es halt interessant, wie wir das mit den. Ups, mit der Kreuzung machen. Wenn wir den so breit machen, dann haben wir oben und unten jeweils ein Feld, was wir zum Laufen haben. Reicht ja nicht auch aus für die Querstraßen, ne? So, dann müssen wir uns hier mal in den Kreuzungsbereich, den müssen wir natürlich einigermaßen schön machen. Oh, ich weiß nicht, ob das schön ist. Schön? Schön, oder? Viel zu klotzig. Den wieder hochnehmen. Dann kriege ich ja den anderen Konkret, ne? Das auch noch wieder. Oh. Hab ich den ja genau reingesetzt wieder. Idiot. Irgendwie gefällt mir das noch nicht hier mit dem Kreuzungsbereich hier drumherum so groß. Das müssen wir noch kleiner wieder kriegen. Warte mal. Ach, jetzt nehme ich den Claybrick da auch noch hoch. Ist nicht wieder schlimm, so. Obwohl, das reicht ja aus, um da dran vorbeizulaufen, oder? Eigentlich brauchen wir hier keine Verdickung dran bauen, würde ich sagen, oder? So, jetzt müssen wir da natürlich die Claybricks wieder reinsetzen. Damit das schön aussieht. So. Eigentlich müsste das so reichen. Muss man Beton. Oh. Dann bauen wir die Betonstraße mal bis hier rüber. Hier ist ein Wasserklotz noch. Moment mal, da müssen wir mal ganz kurz was. Oh, ja nicht schön. Falsche Ausrichtung, das können wir hier auch nicht zulassen. Nee, Beton. So. So, dann komme ich hier bis da an. Ja. Na gut, mit der Kiste da drunter, ne? So, den einmal runterlaufen wieder hier, einmal glatt. Ah ja, ein bisschen brauchen wir noch. Ha! Von wegen der Beton reicht. Nicht reicht da. Na gut. Noch Beton wiederholen. Da brauchen wir nochmal 4000. So. Hier ist wieder einer, der nicht weiß, was er da machen soll mit. Naja, da kriegen wir auch noch raus. Und hier sind 5 Dinge sind nur noch gefordert. Da sind wirklich nur noch die Kisten gefordert. Sehr schön. Kann ich die schnell mal machen? Kann ich aber schneller machen. In der Hosentasche. Und der weiß nicht, was er machen soll. Was für eine? Achso, ein paar hier rum, die hier mit Sand rumfliegen, die nicht den Sand loswerden. Alles klar. Gut, die müssen wir dann einsammeln. Das hilft ja nichts. So. Das hilft ja dann alles nichts. Hier kann ich die Kisten mal reinschmeißen, dann kommen bestimmt ein paar angeflogen, die sich die abholen von hier. So. Dann ist der Bau da oben schon fertig, sehr gut. Sorry, da ein bisschen zu früh, naja gut. Dann kann ich da oben ja jetzt eigentlich mit dem Legen der Steine anfangen. Das kann ich ja dann auch die Bauroboter mitmachen lassen und ich unterstützt dann nur so ein bisschen noch. Schön.
Wollen wir dann das Eisen dort hinten produzieren, ne? Das wäre richtig toll. Aber hier müssen wir natürlich dann mal gucken, dass wir dann ein gutes Verhältnis finden, wie wir die Dinger herstellen. Und die anderen Dinger, die müssen wir nämlich auch noch auf den Band legen. Kommen hier oben drüber auf den Band. Also über diese Fabrik. Hier Bänder voll. Uff, voll geklatscht mit den Dingern. Können wir das produzieren? Das stört mich ja nicht weiter. Das frisst ja kein Brot, das kostet mir ja nichts. Von allen Typen der Katalysatoren, also die drei Typen, die es gibt, ne, gehen da drei Bänder durch, quer bis da hinten durch. Von der Fabrik, die wir da haben. Dann müssen wir nur mal gucken, wo wir denn hier irgendwo denn da. Guck mal, was geht hier denn los? Dahinter. Naja, kriegen wir hin. So. Beton wollte ich gerne abholen. Dankeschön. Gib mir mal. Gib mir mal. Hast du noch? Hier hast du noch. Wo hast du noch? Und da hast du. Da hast du noch. So, jetzt haben wir erstmal so viel Beton, wie wir überhaupt besitzen, quasi fast mit. Den Beton, die 500, die lasse ich mal lieber hier hinten noch. Falls wir mal irgendwann jetzt welche brauchen, um ein Gebäude zu bauen. Ja. Und wir werden dann hinten die Blöcke liegen lassen. Dann können wir hier kurz gucken. Nee, da mal reingucken. Hier, das brauchen wir. Das brauche ich jetzt gerade nicht. So. Damit hier die Robbys auch losflattern und sich dann den Rest holen. Und oben müssen wir die Robbys einsammeln, die da oben mit Sand rumfliegen. Naja. Den haben wir irgendwie den Job weggenommen unterwegs. Ja, irgendwer ist da fertig geworden oder irgendwer hat da was doppelt gemacht. Hm. Kann ja mal passieren. Das da oben gehen dann, naja gut, dann müssen wir bei den Wasserpumpen, da kriegen wir dann den einzelnen Problem und da müssen wir schon irgendwie durch. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wir könnten auch die Flüssigkeit erstmal durchtransportieren bis da hinten hin und dann das produzieren lassen, das geht natürlich auch. Mal gucken. So, Beton. So, das Straßensystem hier mal aufbauen. So. Einmal bis hier unten ran. So, sehr schön. Und dann können wir ja jetzt hier schon mal sagen, warte mal, ich muss dann mal ganz kurz, ich werde mal ganz kurz ein paar auskotzen. Oh, hier ist doch einer rum, wenn ich weiß, was er machen soll. Einmal ein paar hier reinlegen. Paar behalten wir, falls wir selber was bauen wollen nochmal. Und dann können wir das nämlich hier jetzt schon mal so astrein ansetzen hier. Also dann müssen wir natürlich dann erstmal die Straße noch legen, damit wir dann wissen, wo wir lang müssen. Okay, dann setzen wir hier noch eins an. Dann können wir hier in der Mitte. Na, dann legen wir so die Straße quer. So, dann lass das mal legen und wir bauen hier unsere Straße und unsere Betonstraße erstmal quer. Ich glaube, das war jetzt ein zu tief, oder? Ja, die war jetzt eigentlich ein zu tief angesetzt. Aber die Körper sind doch 7 breit. Ich sehe jetzt schon kommen, dass er genauso wird. Reinige ich mir das? Ja, wenn ich nur den Beton hochnehmen könnte, ne? Muss ich das einmal hier hochnehmen? Ja, wenn ich mich verbaut, habe ich mich verbaut. Können wir so nicht lassen. Hier ist ja richtig was los. Eieieiei. Ich sehe ja gar nicht, was ich hier machen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir da angerichtet? Was have we getan? So. 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 Dann können wir da oben ansetzen. So. So.
Dann können wir hier noch ansetzen. Da weiß ich nicht, wie hoch. Warte mal, so hoch. So. Und da rein muss jetzt hier das kommen. Erstmal ausrollen, reingelegt hier. So, und dann nehmen wir den Standardbeton wieder. So, Straße steht. Sieht schon wüst aus, ne? Wie die denn hier so alle loslattern. Meine Herren. So, ansetzen, die Höhe. Auf geht's. Einmal quer rüber, da steht auch noch einer mit Sand rum, der nicht weiß, was er zu tun hat. Ein paar Cables haben wir wieder aufgenommen. Naja gut, das passiert. So, dann sammeln wir den jetzt mal ein hier, den Kameraden. Und setzen hier den Energy wieder. Die drei können wir auch freilassen. Wieder was arbeiten. So, dann hier nochmal mit Standardbeton. Erstmal bis ans Wasser ran. So. Und dann müssen wir hier Claybricks legen. Einmal so. Einmal so. Einmal so. So. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Wie ein bisschen schön. Bin da schon fast begeistert. Ach, darum habe ich schon eine Querstraße. Ne, das ist ja schön. Der Bayerschneider fleißig. Gut, da gehen ein paar tausend von den Dingern jetzt rein, aber das macht erstmal nichts. Ich denke mal, die Steine, die wir mitgebracht haben, reichen noch nicht aus dafür, aber... Unsere Hobbys werden das schon machen. So, Betonstraße dann hier oben legen. So. Gut. Hier haben wir auch noch so ein... Dass ich den einzelnen nicht da wegkriege. So. Nur nach oben gucken, ob die hier oben noch da oben rumfliegen. Ein paar Stück sind da nämlich noch. Unterwegs. Guck mal, das ist aber auch wirklich. Hier ist auch einer dran. Hm, komisch. Also, dass ich nur den kriege, das geht erstmal nicht, ne? Ich baue dann immer dieses Energy Pad mit ab. So, dann haben wir hier oben noch welche. Hm, komisch. Und hier ganz oben haben sie, sind sie irgendwie total wirr rumgeschüttet. Was hat der denn noch in der Hand? Ach, das waren ein paar mehr hier. Die zum einen das gebeten haben anscheinend. So, die haben wir jetzt aber alle weg. Gut, okay, das haben wir geschafft. Dann können wir uns jetzt erstmal hier an dem Rand um die Dinger hier kümmern. Machen wir die noch weg. So, jetzt sind wir ein bisschen vergiftet. Na gut, passiert. Das kommt in den besten Familien vor. So, und die anderen da unten, die können wir dann erst weghauen, wenn es soweit ist. So, und da oben, das sehen wir nicht, weil da kein Radar hingeht. Alles klar. Ja, da müssen wir ein neues Radar noch weiter bauen. Naja, ist auch nicht weiter schlimm. So, und hier ist noch fleißig Baubetrieb. Ich weiß nicht, ob die Backsteine ausreichen, die wir da mitgenommen haben. Wir können hier oben noch mal ein paar reinlegen. Gucken wir hier drauf, wie viel haben wir noch drin? Achso, 500.000. Ja, da sind natürlich die ganzen Steine, die da hinten schon noch dann da mit bei waren. Die sind natürlich auch noch mit Mank. Ja, das stimmt. So. Ich weiß auch nicht, warum sie ab und zu so Lücken drin lassen hier in den Text, ne? Aber wir können hier erstmal ganz schnell das mit dem Beton wieder reparieren. So. Und dann reparieren wir das hier auch noch schnell wieder nach.
weiß nicht, ob das jetzt solche sind, die irgendwie da am Energiespender festhängen und deswegen hier den Auftrag nicht fertig machen können oder so. Alles möglich. So. Das ist das erste Karree. Das ist das unterste Karree. Da wird noch nichts, also hier kommen denn... Oh, sind... Oh. Müssen wir ganz kurz abmessen, ob wir denn mit unseren 12 Bändern, die wir hier durchlegen... Ich mach doch mal die Karte aus. Mit unseren 12 Bändern, die wir hier durchlegen wollen, auch durchkommen. So. Hier wollen wir nämlich auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 in die Richtung bitte gucken. Dann 1, 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 4. Also hier kommen nämlich die Katalysatoren drauf. Dann können wir wahrscheinlich noch einmal drunter gehen hier. Ja, kommen wir noch hin. Da kommen nämlich die Katalysatoren drauf, die es gibt, diese drei. Die werden da drauf gelegt. Denn hier kommen ja jetzt so unsere Linksbänder an, ne? Das kommt hier oben an. Das hat hier zwei. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Eins. Für die A. Zwei, drei, vier, fünf. Okay, dann machen wir das alles einen runter. Gut. Dann sind wir im System drin mit dem sechs Platz dazwischen. Da kommen die Katalysatoren an, die wir dann für allen möglichen Zeugs brauchen. Die werden natürlich von hinten geholt. Also von quasi hier, beziehungsweise quasi hier hinter den Dingern hier. Also die macht ja, der macht ja den Crystal Sludge, ne? Und dann gibt es hier welche, die brauchen genau diese Crystal Sludge Zeugs oder Crystal Gelumpe hier, Crystal Seeding oder wie das heißt. Katalysatoren, die brauchen wir dann natürlich. Und dann brauchen wir die Katalysatoren, die wir hier brauchen, die braunen. Und dann brauchen wir natürlich die Katalysatoren, die wir hier hinten beim Gold irgendwo haben. Ich glaube, im Gold haben wir. Ja, genau. Hier haben wir nämlich, bauen wir nämlich die kombinierten schon. Die brauchen wir dann nämlich auch. Also die haben wir zumindest beim Gold. Dran. Okay, gut. Das ist dann natürlich klar, das brauchen wir dann. Und die werden quasi dann hier aus diesem Geodenzeugs, die stellen mir so viel von dem Zeug her und von dem Zeug dann hier hinten her, dass ich dann, also da werde ich ein paar umbauen, noch eine Tanks legen und hier mit den Dingern nur das machen noch. Das werde ich auch abklemmen von dem da oben dann. Und dann produzieren die halt eben irgendwann mal so Zeugs. Das Problem wird sein, dass ich da das richtige Verhältnis hinkriege, dass ich vielleicht einige von denen, die halt mit dem Crystal Slurry betrieben werden oder Crystal Slurry abkriegen, auch noch mindere Sludge mache, damit dieses Verhältnis stimmt zueinander. Oder vielleicht brauche ich auch wesentlich mehr von dem kristallinen Zeugs hier. Weiß ich noch nicht. So, wie sieht das hier eigentlich aus mit dem Gas? Aber das ist, hat sich ja nicht großartig verändert, ne? So viel Gas ist hier genug da und ja. Nitrochlorid. Ah ja, was kriegen wir hier eigentlich raus? Was ist das denn für Zeug? Keine Ahnung. Das können wir bestimmt auch irgendwie noch gebrauchen. Gut, dann ist das also auch schon mal geklärt, wie wir das rankriegen. Und unsere Robbys, die haben jetzt hier ordentlich was zu bauen. Die sind wieder fleißig dabei. Das ist schon mal ganz gut. Das gefällt mir auch. Ah ja, jetzt müssen sie die Steine von hier hinten schon holen. Keine mehr hier drin im System. Alle verbraucht. Okay. Gut, wenn sie jetzt natürlich die Steine hier über einen weiten Flug holen und wirklich den Direktflug nehmen, dann sind die natürlich hier arschlangsam unterwegs irgendwo. Weiß nicht, wo die lang fliegen. Nutzen hoffentlich nicht ab. Müssen sie hier irgendwie ankommen. Na gut, die werden sich irgendwann unterwegs hier mal Energie holen, ne? Ja. Also fliegen immer mal wieder zum Energieholen runter. Ja, das ist jetzt nicht effektiv. Okay, also wir werden jetzt ganz kurz nochmal Steine-Taxi spielen. Für unsere Robbys und werden noch ein paar Steine hier ranholen, damit die nicht so weit fliegen müssen. Und dann denke ich mir mal,
könnten wir vielleicht dann in der nächsten Folge dann hier die Förderbänder durchlegen. Und dann ja bloß ein paar hintereinander schmeißen dort und dann, wenn die Straße kommt, dann rechtzeitig aufhören und quasi unterirdisch wären wieder unter der Straße. Also unter der, die Straße bleibt immer frei, da wird kein Förderband drauf liegen, damit man nämlich, wenn er auf der Straße läuft, nämlich nicht durch die Förderbänder mal ruck irgendwie nach links oder rechts versetzt wird. Das geht mir nämlich tierisch auf den Keks, wenn ich über Förderbänder laufe und die mich dann immer versetzen. Und die Straßen bleiben auch frei von Rohren, also das ist auch, ne, Gesetz. Die bleiben erstmal frei von Rohren. Für die Rohre müssen wir uns dann halt irgendwas untersuchen, wo wir die dann halt entlang führen, wo die lang gehen. Wenn wir da Flüssigkeiten brauchen, dort hinten nochmal, wird sicherlich vorkommen, dass das Sulfuric Acid da hinten hin transportieren müssen. Und ähnliches. Voilà. Da kann sicherlich das ein oder andere noch auf uns warten. Was die Sache interessant macht. Gut. Also, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wir gemeinsam dann den Großangriff auf die Eisenproduktion machen. Also da so langsam aber sicher jetzt das Gerüst steht, sollte das ja auch jetzt dann irgendwann auch mal in Richtung Fertigstellung gehen. Dass wir da nicht ganz so viel mehr abwarten müssen. So, habe ich hier unten noch irgendwas, was ich... Nee. Gut. Aber ich kann noch ein bisschen was in den Alien-Artefakten jetzt bringen. Gut, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.